Hallo und herzlich willkommen zur Folge 13 von City Skylines Green Cities mittlerweile. Und so langsam sieht ja auch die Stadt so ein bisschen so aus, wie wir sie haben wollen. Ein bisschen grüner, ein bisschen moderner, nicht alles so verschmutzt, ja. So, der Kreisverkehr, der macht auch sein Werk. Das ist wirklich nicht schlecht. So, mal gucken mit der Industrie. Ich glaube nämlich, wir fangen jetzt einfach mal an mit Büro im Komplex. So richtig schön Autobahn, da kommst du rein. Und jetzt erstmal alles voll mit Büro. So wie in Frankfurt quasi, nur reinfährst du von Frankfurt an Main. Kommst du wirklich von der Autobahn, dann siehst du Hochhäuser und irgendwo ist auch noch die Altstadt, die sieht man aber wirklich nicht. So, wird schön gebaut. Aha, sie wird auch schön gebaut. Okay. Ein wirklich richtiges Gammelgebäude, ja. Verkehrsrouten nicht. Ah, okay. Das kannte ich jetzt noch nicht. So, Wasser. Hinten. So, was können wir mal, wenn jetzt einer hier hin möchte. Was sind wir uns vorgestellt haben, oder? Ziemlich straight, ja. Das sind jetzt die, die da hinfahren. Die Kreuzung. Ah, okay. Wenn ich hier ein Stoppschild rein mache. Okay, das war das Tool, was ich brauchte, tatsächlich. Das rechts von links braucht keinen Sinn. Also hier. Das ist noch mehr zu mir. Hallo! Mach mal das doch schon. Ich muss auch mal ein bisschen in den Untermenüs gucken manchmal. Okay. Wir kommen immer noch Industrie. Wenn die Leute Industrie möchten, dann gehen sie auf Industrie. Aber die Industrie, die ich gerne hätte, ja? Können wir uns darauf einigen? Nee, ich dachte, das wäre so ein unterirdisch verlegtes Kabel. Aber irgendwie kann ich da nicht alles zubauen. Was ist denn da los? Wir sind einfach weiße Flecken. Warum auch immer. So, jetzt probiere ich es mal mit der Verkehr.
Mann ist Verkehr müde. Bus, nee. Hier ist Verkehr. Jesus. Das ist ein Kreuz, genau. Mach ich jetzt. Rechts von links macht da gar keinen Sinn. Okay, es wirkt gerade wirklich, als hätten wir alles im Griff. Aber es ist gut, dass die da Vorfahrt haben tatsächlich. Das macht richtig was aus. Ja, und das kann ich echt wegmachen. Hier ist auch das. Ja, okay, das passiert das mit. Ah ja, die sind jetzt fast ganz oben. Richtig, das ist schön. Und warum fehlt hier eine Ecke? Ah, dein Spielplatz. Oh, kleine Stadt. Okay, Wasserkraft. Güterzugbahnhof, genau, das habe ich gerade nachgeschaut. Ja, ich glaube, wir brauchen die Güter irgendwann. Und das einzige. Schau mal kurz hier. Ich möchte eigentlich keine Gameplay. So. Ich muss mal rein. Tag-Nacht-Zyklus. Ich möchte keinen Tag-Nacht-Zyklus. Dankeschön. Es ist viel schöner, wenn es am Tag ist. Thank you.
ich hätte mir einen Kaffee gekauft. Also offenbar brauche ich Industrie. Kann man so eine Industrie vielleicht einfach mal hier, ne? Aber offenbar nicht genügend Kunden war ja auch das Problem hier hinten. Und da frage ich mich, warum? Nicht genügend Dienstleistung. Weil irgendwas stimmt in der Kette nicht mehr. Natürlich wird hier was sein. Downgraded oder was? Na, voll größer. Zu wenig Kunden. Zu wenig Kunden. Das muss ich jetzt echt mal nachholen. Das macht keinen Sinn. Was muss ich tun, wenn ich zu wenig Kunden habe? Die Nachfrage ist irgendwann nur ein Nachfrage an Einwohner, dann wird es auch schon drin. Okay. Ich glaube, ich werde öffentlichen Nahverkehr bauen müssen. So, ich bin jetzt auch ein bisschen reicher. Muss man auch mal sagen. Können wir doch jetzt mal investieren. So, wo kommt so ein guter Bahnhof? Ein guter Bahnhof kommt hier. Alles hier angeschlossen, was geht.
Und jetzt unsere S1 hier, ne? Ja, dann sind es ja zwei Richtungen, sind jetzt auch geil. Der Pier ist nicht. Sind es zu viele oder was? Neue Linie hinzufügen. Zurück, das müssen wir an. Okay, also Linienübersicht. Linienübersicht. Für anders einklagen. Hat mich keinen Sinn. So. Was mit euch? Nichts als Ärger hier. Oh, das hat so.
klar, eine dritte Linie ist halt egal. Okay. So, ich hoffe jetzt mal, jetzt sind alle zufrieden. Hier. Keine Ahnung. Hier, das war rot. Dankeschön. Damn. Okay, das müsste jetzt so klappen, wenn ich das richtig sehe. Okay. Whatever. Jetzt schauen wir doch einfach mal, ob das jetzt besser funktioniert. Nicht genügend Arbeiter, brauche ich wieder Idioten oder was? Mann. Hier zu gut gebündelt. Das gibt's doch nicht. Naja, aber darum kümmere ich mich in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, gerne wieder reinschauen. In der Zwischenzeit bitte abonnieren. Und kommentieren. Würde mir sehr helfen. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis morgen. Tschüss.